Seriensex mit Lars. Unter uns Sarah hat Spaß. Sexszenen in Soaps. Vor allem für die Schauspieler ist das eine Herausforderung. Auch die unter uns Stars Lars Steinhöfel und Sarah Hannemann müssen in der Serie regelmäßig ran. Na Sarah, wie läuft's denn so unter der TV-Bettdecke? Ich bin total froh, dass er meinen Freund in der Serie spielt, weil man muss sich einfach nicht so viele Gedanken machen. Wir verstehen uns privat super. Also wir sind echt gut befreundet und ja, total. Und von daher ist es so eine freundschaftliche Ebene. Und wenn wir irgendwie auch so Sexszenen haben oder Nacktszenen oder so, es ist nicht so ein komisches Gefühl. Man fühlt sich einfach wohl und ja, macht Spaß. Aha, Sarah kommt also bei den Kissenschlachten voll auf ihre Kosten. Holen wir mal Lars dazu. Wie ist es denn so für dich? Naja, also ich meinte, weil ich finde den Sex mit dir auch super. Ich hätte ihn auch gerne privat. Nicht. Nicht. Nein, ich habe das gesagt, weil ich habe gesagt, dass ich meine Sex den wohlfühle, weil wir befreundet sind und du mir dann ein gutes Gefühl gibst. Darum geht es nicht, dass ich den Sex, dass ich das gerne mache. Ich mache das nicht gerne mit dir. Und ich bin auch schwul und mich erregt es auch nicht und so. Nee. Ja, ja. Oh je, na das hört sich ja nicht gerade begeistert an. Doch kein gutes Gefühl? So rein freundschaftlich natürlich. Ja, es ist ein Job, ne? Und mit Sarah ist es schon ein richtiger Job. Nein, wir verstehen uns super beim Drehen. Nein. Wir verstehen uns wirklich blendend beim Drehen und so. Ja, das glauben wir euch bei diesen Bildern sofort. Und der Spaß beim Liebemachen bleibt auch weiterhin privat.